Hallo, ich war jetzt im Hygienemuseum in der Ausstellung MS Reichtum und das war zum einen ästhetisch eine wirklich ansprechende Ausstellung, die das gesellschaftlich wichtige Thema Reichtum bearbeitet hat und halt auch, finde ich, herausgearbeitet hat, was es für Zusammenhänge gibt zwischen dem wachsenden Reichtum einiger weniger und der wachsenden Armut von vielen. Zum einen ist in Form von Schlüsseln verdeutlicht worden, dass die reichsten 20% der Bevölkerung 80% der Vermögen besitzen, währenddessen die ärmsten 20% nur Schulden haben. Und es ist nochmal auf eine wichtige Sache hingewiesen worden. Im Bundestag hören wir ja immer wieder auch von Politikern anderer Parteien, ja, der Hartz-IV-Missbrauch, der kostet uns so viel Geld. Und hier ist halt deutlich geworden, dass der sogenannte Hartz-IV-Missbrauch pro Bürger im Jahr gerade mal 0,73 Euro kostet, währenddessen pro Bürger pro Jahr 1250 Euro Steuerhinterziehung draufgehen. Übrigens, diese Ausstellung ist noch bis Anfang November geöffnet, also es lohnt sich wirklich, hier mal vorbeizugehen.